Ich möchte die beiden Kämpfer vorstellen. Jiří Krupa selber kommt aus Tschechien. Er hat 19 Profikämpfe absolviert. Sein Alter 27 Jahre, Profi seit 2021. In der blauen Ecke sein Gegner Mario Jasmann. Er selber kommt aus Korbach. Sein Alter 35 Jahre, Profi seit 2018. Der Kampf ist angesetzt über 6 Runden. Timo Habichhorst, er selber ist der Ringrichter. So, weiter geht's jetzt hier nach der Pause. Mario Jasmann aus Korbach gegen Jiří Krupa aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik. Das Ganze im Supermittelgewicht bis 76,2 Kilo. Über 6 Runden. Jasmann mit ungeschlagen mit 25 Kämpfen. Krupa hat insgesamt 19 Kämpfe auf dem Buckel. Six out. Jasmann hier im Kampf aus hoher Favorit. Ring frei, Runde 1, Round 1. Jasmann ist amtierender deutscher Meister des BDBs. Boxt aber auch schon um die WBF Interconti-Titel. Gewann diesen auch. Er hat seinen Titel, den des deutschen Meisters, hat er mehrfach verteidigt. Fast ausschließlich in seiner Heimatstadt in Korbach. Und ich denke, das wird hier so ein kleiner Zwischenschritt, weil die nächste Titelverteidigung, die ist auch schon angepeilt für den 28.10. Auch in Korbach. Krupa kam hier durch mit der rechten Geraden. Erstmal versucht ihn hier zu stellen. Arbeitet vorwiegend mit der linken. Beide aber noch ziemlich verwalten hier auf den 6 Runden angesetzten Kampf. Jasmann geht das Ganze hier taktisch an. Ja, versucht den Gegner, wie gesagt, zu stellen. Übernimmt die Ringmitte. Während Krupa sich überwiegend an den Ringseilen, wie jetzt gerade auch, befindet. Krupa links, rechts gerade. Kam Jasmann einmal durch mit den Links-Rechts-Kombination. Arbeitet hier weiterhin mit seinem Jab. Beide schlagen überwiegend gerade lange Hände. Ende der ersten Runde. Oh, Elisabeth. Wir machen doch erst die zweite Runde.
Seconds out. Ring frei, Runde 2, Round 2. So, wir sind in der zweiten Runde. Nicht verwirren lassen von der Ringdame. Die hat ein Schild mit der dritten Runde angezeigt. Die erste Runde war so mehr oder weniger verhalten beiderseits. Das Tempo hat sich jetzt hier ein bisschen angezogen. Jiří Krupa, trotz seiner, ja, ich sag mal, relativ negativen Bilanz, kämpfte er in seinem letzten Kampf gegen einen ungeschlagenen Thomas Ivatschow. Der Kampf ging halt über 10 Runden. Also kann auch davon ausgehen, dass hier dieser Kampf über die Runden geht. Krupa. Ja, schöner Leberhaken hier von Mario Jasmann. Jasmann sehr verhalten, geht das Ganze wie gesagt taktisch an, stellt Krupa immer wieder in die Ringseile oder an den Ringseilen und feuert dann seine Kombination ab. Jetzt gerade hier wieder deutlich zu sehen, ja, das war ein bisschen unter die Gürtellinie von Krupa. Aber nicht der Rede wert. Der Kampf wird weitergeführt. Seitens Jasmann. Stellt die perfekten Bedingungen für einen knackigen Aufwärtshaken. Er hat die Hände in der Deckung, also die eine riesen Lücke in der Mitte seiner Doppeldeckung. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Ecke von Jasmann auch beobachtet hat. Aber Jasmann arbeitet hier nichtsdestotrotz souverän mit dem Jab, mit dem rechten Kopfhaken und auch mit den Körperhaken. Vor allem der linke Leberhaken in der zweiten Runde. Die Runde für mich ein bisschen dominanter für Jasmann. Seconds out. Ring frei, Runde 3, Round 3. Das gleiche Bild wie in den Runden zuvor. Erstmal in der Ringmitte. Da ist Krupa mit dem Fuß gegen eines der Werbebanner gekommen. Ringpolster.
weit ausgeholter linker Körperhaken von Yasman. Hat hier den dominanteren Stil. Gut angesetzt. Links, rechts zum Kopf. Links zum Körper. Leider nicht getroffen. Vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Sich in einer sicheren Position. Boxerstellung stellen. Der war gut. Den hat der Krupa auch gespürt. Am besten nochmal nachsetzen. Aber ich denke, Yasman hat das auch gut beobachtet. Ich denke, dass da gleich noch ein Leberhaken kommen wird. Vor allem die Kombination, die Schläge, die einzelnen Schläge haben auch gesessen. Da wieder links zur Rippe. Aufwärtshaken von Yasman durch die Lücke bei Krupa. Krupa beißt hier die Zähne zusammen. Versucht hier Krupa ein bisschen Druck aufzubauen, vergeblich. Yasman arbeitet souverän weiter. Wenn er das Ganze hier noch in den 20 Sekunden beenden möchte, würde ich nochmal den Leberhaken vorbereiten und durchziehen. Da kam er wieder mal. Wieder eine klare Runde für Mario Yasman. Ja, unser Ringgirl Elisabeth aus Magdeburg. Gesponsert von Kim Immobilien, König Immobilien aus Mühlhausen, Holger Krebedücke. Seconds out. Ring frei, Runde 4, Round 4. So, die vierte Runde zwischen Mario Yasman und Jiří Krupa. Yasman, wie gesagt, am 28.10. in Korbach wieder im Ring. Verteidigt da seinen deutschen Meistertitel. Krupa bewegt sich jetzt ein bisschen weiter, bisschen mehr als in den Ringen zuvor um Yasman herum. Die Schläge, die er da in der Runde zuvor kassiert hat, die scheinen wohl Wirkung gezeigt zu haben. Da kam er jetzt wieder durch, Yasman mit dem Leberhaken. Arbeitet im gleichen Tempo wie in den Runden zuvor, souverän. Krupa hier ein bisschen schwerer am Atmen. Und er versucht hier natürlich die Körpertreffer von Yasman, also seinen Körper vor den Schlägen von Yasman zu schützen. Ne? Die haben deutlich Wirkung gezeigt in der zweiten Runde.
Man hört auch aus der Ecke von Yasman, dass er zum Körper gehen soll. Krupa versucht es hier im Infight. Aber Yasman weicht den Händen von Krupa hier aus, den lang ausgeholten Schwingern zum Kopf. Seconds out. Ring frei, Runde 5, Round 5. So, die vierte Runde jetzt. Der Ringsprecher und auch die Ringdame sorgen hier für Verwirrung, indem die fünfte Runde ansagen. Aber wir sind in der vierten. Keine schlechte Idee mit der Doublette, mit der linken. Links Kopf, links Körper. Allerdings ein wenig zu ungestüm. Erst man sollte Krupa wie in den Runden zuvor mit seiner Beintechnik, Beinarbeiten stellen und dann seine Kombination abfeuern. Er hat es auf die Leber abgesehen von Krupa. Kam auch gut durch in den Runden zuvor. Schöner Jab zum Körper. Krupa beißt sich hier durch die Runden. Wie gesagt, in seinem letzten Kampf ging er über die volle Distanz gegen den ungeschlagenen Thomas Ivatschow. Schöne Boxkombination hier von Mario Yasman. Der hier die Runden bisher auch souverän für sich entschieden hat.
Seconds out. Ring frei zur sechsten und letzten Runde, Round 6. Beide Boxer jetzt hier überwiegend mit geraden Händen wieder am Arbeiten. Krupa. Krupa bewegt sich um Yasman herum. Yasman bleibt stehen. Symbolisiert, dass er boxen will. Und nicht hier durch den Ring hüpfen möchte. Schläge von Krupa prallen auf die Deckung, auf die Handschuhe von Mario Yasman ab. Krupa tänzelt hier rum, schlägt seine Hände raus, boxt auch zum Teil jetzt aus der Defense. Beißt sich hier durch die Runde, feuert auch Schläge ab. Verlagert sich auch zum Teil jetzt in die Halbdistanz. Wir sehen mehr Aufwärtshaken. Da kam hier, Yasman kam jetzt mit der Leber wieder durch. Mit dem Leberhaken sollte nachsetzen, wenn er den Kampf jetzt vorzeitig beenden möchte. Das war eine schöne Boxkombination von Yasman, abgeschlossen mit dem linken Körperhaken. Zeigt auch Wirkung. Aber wie gesagt, Yasman muss dann nachsetzen. Krupa jetzt mit dem Ellbogen tiefer. Ne, schützt da seine Leber. Schützt seinen Körper. Aber Yasman macht das geschickt. Geht dann zum Kopf. Ein starker Kampf von beiden, das muss man doch mal so sagen. Jiří Krupa und Mario Yasman. So, das Ergebnis liegt vor. Der Sieger. Okay. So, noch mal einen großen Applaus an beide Boxer. Das Ergebnis liegt vor. Der Sieger einstimmig
entschieden. Kommt aus der blauen Ecke Mario Jasmann.